Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. So, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ah ja, wir hatten ja die Ölanlage gemacht. Genau, die hat sich noch ein bisschen verbessert. Sie ist schon mal zugebaut worden. Hat noch ein bisschen innen drin verkabelt und hier ist noch ein Elevator, da kommen wir gleich zu. Da können wir mal nach unten gehen. Genau, das läuft jetzt nicht mehr, weil ich hier was einstellen musste. Hier ist noch zusätzlich ein Kabel hingekommen, das ist von der Leitung, weil wenn der obere Tank ein bisschen abnimmt, leuchtet keine Lampe, das heißt, ich weiß nicht, was leuchtet, das heißt, sollte es so sein, dass der Tank oben Verluste erleidet, schaltet direkt auf die gelbe Leitung, da weiß ich ja klar, er verliert Verluste und dann kommt er langsam in den niedrigen Bereich. Zweitens habe ich hier hinten noch eine Leitung gelegt, das ist nur zur Abregung für unten, da gehen wir jetzt gleich hin. Das läuft dann nach unten hin. Gehen wir mal hier lang. Da seht ihr schon. Okay, heute wieder so ein verschnupfter Tag. Hier sind dann halt die drei Tanks. Hier ist so ein bisschen kleines, das habe ich gestern abgezapft, weil ich das auch testen wollte. Und die laufen unten Leitungen lang und der sagt, hat einen bestimmten Wert. Wenn hier halt hier kein Benzin mehr drin ist, dann pump mir bitte Öl da oben, weil dann definitiv kein Öl mehr in diesem Tank vorhanden ist. Das heißt, er wird halt bis zum bestimmten Punkt halt noch genug Öl haben. Irgendwann sagt er, okay, ich habe nichts mehr, das heißt, ich muss nachfüllen. Ich muss noch gucken, vielleicht muss ich den noch ein bisschen höher setzen. Das weiß ich aber noch nicht ganz. Vielleicht muss ich den noch hier hinsetzen, damit das gut mit abgestimmt ist. Das werden wir aber erst im späteren testen. Das weiß ich noch nicht ganz genau. Laufen, wie gesagt, hier unten halt Leitungen lang an vorne an der Stelle. Gehen ein paar Kabel entlang und noch ein grünes Pipe-Kabel. So, hier ist der Elevator. Das ist halt ein bisschen schneller unten ging. Hier habe ich noch ein bisschen erweitert. Jetzt sieht man ja auch von außen die Anzeigen dafür. Sonst haben wir hier unten... Doch, hier unten haben wir noch mehr gemacht. Was haben wir da hinten? So, hier habe ich ein kleines Feld angelegt. Es geht darum, dass ich sozusagen einen kleinen Gemüsetower bauen möchte. Hier ein bisschen vorproduziert habe. Weil ich sehr wenig von ein paar manchen Dingen hatte, wie oben hier zwei davon. Dass ich das ein bisschen ankurbel, sozusagen. Damit nachher auch noch ein bisschen produzieren möchte, denn das mit den Bären wird langsam immer weniger. Es dauert halt sehr, sehr schleppend, ist das. Und das möchte ich halt dadurch ankurbeln, wenn ich halt noch ein bisschen dazu führe an Materialien. So, was läuft denn? Okay, er braucht noch ein bisschen, weil ich hier gerade noch ein bisschen von dem Zeug durchlaufen lasse. Wie ihr seht, die Bären sind immer fast bis zum Ende abgegrast worden und das reicht einfach nicht. Damit komme ich nicht aus. Deswegen, hier muss auch noch alles weg. Das werde ich aber alles angleichen, die Tage. Ich weiß nicht, was Zentos er sagt. Er hat momentan keine Lust auf Minecraft, aber ich werde das Haus halt wohl so stehen lassen. Und dann mal schauen, was sich ergibt. Ich werde ja mal weiter rüberziehen. Das Haus ein bisschen weiter vollenden. Nach und nach ein bisschen aufbauen. Genau. Hier haben wir noch ein paar Villager, die so mir, wo ich drauf ein bisschen Lust hatte, diese Villager zu nehmen. Die werde ich dann halt auch kopieren und dann weiterlaufen lassen. Hier oben habe ich einfach nur aus Jux und Dollerei, sage ich mal persönlich, ein bisschen Lava lasse ich hier anhäufen, dass hier ein bisschen eine Reserve entsteht. Hat jetzt, glaube ich, zwei Tage durchgelaufen und die Tanks sind jetzt immer noch nicht voll, denn es läuft halt nur über ein Solarpanel von außen. Den Weg noch ein bisschen erweitert und sonst eigentlich nicht viel, muss ich dazu sagen. Wenn man das jetzt angucken, also wir haben noch sehr, sehr viel Platz dadurch, was hier noch baubar ist. So, Plan ist, dass ich jetzt die Bienen noch weitermache, weil ich immer von einer Baustelle zur anderen Baustelle springe und mir das dann angucken, dass beides immer so gleichzeitig parallel läuft, ich damit weiterlaufen kann. Genau, das hatte ich hier noch testweise hingestellt, dieses Ding hier. Das ist ja hier, was, wie heißt das hier? Power Monitor. Ja, wollte ich mal gucken, wie der funktioniert. So, und wenn ich da hingucke, soll der ein Signal machen. Ab gewisse Seite, das will ich mir noch anschauen, weil ich das gerne mit einem Generator nochmal zusammen verwenden will. Beziehungsweise mit dem IC2 Generator, Atomreaktor. Da muss ich aber gucken, dass ich wieder eine gute Effizienz reinbekomme. Und ihn aber erst
ein bisschen außerhalb setze, falls der doch mal explodieren sollte, damit ich da keine Probleme bekomme, weil die doch recht anfällig für Partikel sind. So, schauen wir mal, wie wir. Ich hätte irgendwie ein Bild, genau, ich wollte das so als Wabenform machen. Aber Problem ist, ich habe halt das Holz nicht. So, das heißt, wir müssen erstmal eine Grundform haben. Ja. Dieses Material wir nehmen. Haben wir denn hier Hive Blocks? Die sind eigentlich ganz gut. Sulfur Cloud. Honey Block, okay. Das können wir vielleicht benutzen. Ich wollte dieses Gravel nehmen, aber wie ist das denn? Ich habe da gar nicht viel, ich glaube 26.000 oder so von. Da ist jetzt auf jeden Fall viel durchgekommen. Was haben wir das denn? Da. Und nehmen wir mal 4 Stacks mit. Ich weiß noch nicht, mit was ich das bauen soll. Saltbox kann ich als Rahmen nehmen, da wo ich aufbauen kann. Oh, oh, oh. Müssen wir mal aufpassen, wenn ich hier zu viel nehme, aber da haben wir noch genug. Keine Ahnung. Da komme ich vielleicht mit erstmal aus. Ich will ja nur den Rahmen ziehen. Und dann werde ich halt gucken, wie. Weil die Bäume werden. Verändern sich derzeit nicht. Also sie laufen jetzt schon eine gute Woche. Eine gute Woche läuft das schon durch und es hat sich nichts verändert. Ich werde auf der Höhe bauen. Jetzt habe ich irgendwo. Ich glaube hier drunter ist es genau da. Da habe ich eine, zwei, vier. 7 Breite genommen, weil ich halt diese dickeren Dinger nutzen wollte. Das ist die Frage 7. Hey, den See. Das fand ich eigentlich ganz schön mit dem See. Jetzt will ich überlegen, ob wir den doch wegzumachen. Oder wir fangen hier hinten an. Das heißt, ich müsste alles abtragen, ne? Ich müsste hier noch was wegmachen, damit ich ein bisschen Platz habe. Das wird reichen, aber wenn ich doch jetzt überlege, das reicht gar nicht so weit. Schon, dass wir hier mal durchgehen. Denn Bienen sollen halt umziehen. Oh, da ist ein Zombie am Brennen. Oh, lass mal brennen. Von da hinten bis nach hier hin. Sind sich diese Blumenlandschaft ein bisschen verzieht. Da bleiben ja natürlich noch welche. Aber wir sollen noch etwas die größeren Bienencontainer hin, sag ich mal. Arbeiten werde, aber das ist halt immer ein Aufwand an sich, das zu gestalten. Manchmal weiß man nicht, wie man es machen soll. Gefällt es einem so wieder nicht, das ist halt immer so eine Ansichtssache. So. Aber eben losstellen, ein bisschen Gras hinsetzen, das kann ich ja nachher noch machen. Muss ja jetzt nichts sein. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine Anzeige, weil wir fehlen noch die Bio. Oh mein Gott. Nase. Die Biomassanlage noch mal ein bisschen umändern. Dafür aber auch halt die anderen Sachen da. So. Was kann ich gleich noch machen? Das mache ich dann noch mal fix nebenbei. Dass ihr das nicht seht, dass ich da zwei hinter mir habe. Dann muss ich ein bisschen hier drüber grasen. Das brauche ich ja nicht hier. Ah, der See kommt glaube ich weg. Oder ich muss den einen höher ziehen. Ich will die gleiche Seeform. Nur anders gestaltet. Da kommen noch so viele Gemüsesorten raus. Ich glaube, ich schmeiß das mal rein. Oh, Tomaten, die hatte ich glaube ich noch nicht. Gut. Ich würde sagen, wenn wir hier vorne 3 reicht als Eingang vollkommen aus. So. 4, 5, 6, 7. So, jetzt muss ich mal schauen. Jetzt habe ich das immer so als 2 nach oben, 2 nach oben, 2 nach oben, ja. Also 1, 2, nur wie oft habe ich das gemacht? 1, 2, 3, 4 und dann kam der 5. ist dann schon wieder Anschluss. Also 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. 5, das ist wieder Anschluss. Und von oben soll es dann halt so eine Wabenform sein, sag ich mal. Und ich möchte die dann gerne noch einmal hier haben und einmal da vorne, dass wir so 3 Waben nebeneinander haben, die
die dann halt sehr super gut aussehen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jetzt haben wir das gleiche wieder. 1. Warte, also, jetzt habe ich meine. Ich habe jetzt noch so eine neue Pickaxe gemacht, die extrem schnell sind. Ich habe ein bisschen die Werkzeuge ein bisschen verbessert. Also sie gehen richtig gut ab, muss ich sagen. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay. 1, 2, jetzt muss ich hier wieder irgendwie durch. Komme ich schon irgendwie hoffentlich hin. Wie gesagt, das ist die Form, mache ich dann halt nochmal zu durch, nur zur Andeutung für euch. Geht dann halt relativ fix hinterher. Aber soll dann in den nächsten Anschluss, soll es dann annehmen, ans Gebäude bauen oder an die Biomassanlage. Jetzt schaue ich mal, sieht das von oben jetzt symmetrisch aus oder nicht? Na gut, in der Mitte ist natürlich klar, das sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, das passt an sich. Er geht da rein, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, das sollte an sich passen. Und ich glaube, das passt auch. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Vielleicht nochmal gucken, dass wir vielleicht das in der Mitte alles wegbekommen. Dann schaue ich schon auf voll. Die Folge wäre dann eine Folgenlänge. Das ist ganz gut. Das passt eigentlich relativ. Dann kann ich das dann schon mal vorbereiten. Alles mit. Die sieht dann fast sozusagen den Vorrahmen. Und dann wird sich halt dann nach und nach dann schauen, wie ich dann halt die Baumart mache oder was für Holz ich nehme. Ich muss mal schauen. Das lässt mich noch überraschen. Hier kommen ja noch ein paar Maschinen rein. Sollen noch ein bisschen in den Keller gehen, aber das ist dann halt für später. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache einen kurzen Cut und tue es vorbereiten und sehen wir uns gleich weiter. Bei der Biomassanlage die neu zu gestalten. Denn sie sitzt ja ziemlich ein bisschen im Weg und soll ja auch statt nur Fruchtjuice bekommen, was sie ja ziemlich wenig bekommt, auch andere Flüssigkeiten bzw. mehr Fruchtjuice dazu gewinnen. Das muss ich mal schauen, wie ich das noch gestalte. Das machen wir in der Folge und sehen wir uns gleich sofort wieder.